Seit genau zwei Wochen zum Zeitpunkt der Erscheinung dieses Videos sind die neuen Züge der Baureihe 483, 484 für die S-Bahn Berlin unterwegs. Sie sollen vor allen Dingen den schon länger vorherrschenden Fahrzeugmangel im Netz der Ringbahn lösen und auch einen höheren Fahrgastkomfort schaffen. Kurz nach Mitternacht und somit auch dem Jahreswechsel startete die erste Fahrt der neuen Triebwagen. Um 0.01 Uhr ging es dabei am S-Bahnhof Schöneweide los und um 0.07 Uhr wurde der Endpunkt der S47 in Spindlersfeld erreicht mit dem ersten planmäßigen Zug. Doch von der letztendlichen Idee bis zur schlussendlichen Inbetriebnahme im Linienverkehr hat es lange Zeit gedauert. Im April des Jahres 2013 schrieb der Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg die Leistungen im S-Bahn-Teilnetz Ringbahn neu aus. Teil dieser Ausschreibung war auch die Beschaffung von Neufahrzeugen. Die Deutsche Bahn, welche schlussendlich das Ausschreibungsverfahren gewann, vergab den Auftrag für den Bau von Neufahrzeugen dann an das Herstellerkonsortium aus Stadler und Siemens, welche bis heute die Züge produziert. Von Siemens kommen dabei vorwiegend die elektronischen Bauteile an den Fahrzeugen sowie auch die Drehgestelle. Im Oktober 2016 wurde dann ein 1:1 Modell eines N-Wagens der neuen Baureihe vorgestellt. Dieses wurde von den Filmstudios in Babelsberg gebaut und im Betriebswerk in Schöneweide errichtet und zu einem Pressetermin vorgestellt. Dieses bestand allerdings im Wesentlichen aus Holz und war bis auf einzelne Bauteile nicht vollständig funktionsfähig. Im Oktober des Jahres 2017 konnte man dann im Stadlerwerk Berlin-Pankow mit der Endmontage des ersten gelieferten Wagenkastens beginnen. Der erste vollständig gefertigte Triebzug wurde dann am 27.06. des Jahres 2018 im Stadlerwerk der Presse vorgestellt. Die breitere Bevölkerung konnte sich einen ersten Eindruck auf der InnoTrans im Jahre 2018 machen, wo auch ich euch bereits in meinem Video einen ersten Eindruck verschaffen konnte. Dieser war dort eines von vielen ausgestellten Modellen, auf der Freifläche begehrte sich aber natürlich besonders großer Beliebtheit aufgrund der Aktualität in der Hauptstadt. Neben einem Blick aufs Äußere konnte man auch bereits den Innenraum betreten und einmal Probe sitzen. An die S-Bahn Berlin ausgeliefert wurde dann der erste Triebwagen im April des Jahres 2019 nach Schöneweide. Dort diente er zunächst zu Ausbildungszwecken und ab September 2019 begannen dann die ersten Testfahrten in den Nachtstunden auf dem Berliner Netz. Nachdem die zulassungsrelevanten Testfahrten bereits Anfang 2020 absolviert werden konnten, unternahmen die Triebwagen, die bis dorthin geliefert wurden, noch viele weitere Kilometer Testfahrten im Netz, um auch möglichst viele Kinderkrankheiten vor der Inbetriebnahme erkennen zu können. Die letztendliche Zulassung für den Personenverkehr durch das EBA erfolgte im Oktober des Jahres 2020. Bis jetzt wurden insgesamt 10 Triebwagen, die zur Vorserie zählten, ausgeliefert. Eingesetzt werden diese Fahrzeuge vorerst nur auf der S47 planmäßigerweise. Dafür die S47 im Regelverkehr ca. 3 Kurse benötigt werden, gibt es somit auch noch eine kleine Betriebsreserve. Die S47 ist die kürzeste der Berliner S-Bahn-Linien und bedient auf ihrer 10,3 Kilometer langen Strecke gerade einmal 7 Haltepunkte. Dabei verbindet sie die Berliner Hermannstraße mit Spindlersfeld. Durch die Inbetriebnahme der neuen Züge wird es dann voraussichtlich auch innerhalb der nächsten 2 Monate eine Doku über die gesamte S47 geben. Mit der schlussendlichen Auslieferung aller 106 Triebwagen, wovon 85 die längere Variante der Baureihe 484 darstellen wird und 21 Fahrzeuge die Baureihe 383, sollen dann vor allen Dingen die bisherigen Altbaureihen 480 und 485 ersetzt werden. Nach der jetzigen Inbetriebnahme der S47 Leistungen sollte es dann ursprünglicherweise noch eine ganze Weile dauern, bis die nächsten Leistungen an den Start gehen. Wie der Tagesspiegel am 23. Dezember 2020 berichtete, sollten im Juli 2022 die S46 Westend Königs Wusterhausen auf die neuen Fahrzeuge umgestellt werden. Im Oktober sollte dann die S8 Grünau Birkenwerder und im Oktober 2023
dann die beiden Ringbahnlinien folgen. Dies hätte allerdings zur Folge, dass bis dahin gelieferte S-Bahn-Triebwagen lange Zeit ohne Nutzung herumstehen würden, falls dies so kommen würde. Nach neuestem Stand prüft die S-Bahn Berlin allerdings derzeit, diesen Umstand ändern zu können. Wir wollen nun auch einen Blick auf das zugegebenermaßen recht gewöhnungsbedürftige Design der neuen Fahrzeuge werfen. Auch ein Blick in den Innenraum mit den vielen Verbesserungen für die Fahrgäste soll dabei nicht fehlen. Von der Frontansicht haben die beiden neuen Triebwagengenerationen ein recht gewöhnungsbedürftiges Aussehen. Zum einen gibt es einen großen schwarzen Kasten an der Front, welcher sowohl die Zielmatrix, die Frontscheibe als auch die Front- bzw. Hecklichter integriert. Die Lichter bestehen hier aus zwei langgezogenen und schmalen LED-Streifen. Zwischen diesen beiden Lichtern befindet sich nur eine Erhebung mit einem DB-Keks drauf. Die schwarze Fläche macht den Anschein von einer Art Fernsehdisplay. Unterhalb befindet sich noch eine Scharfenbergkupplung sowie in Schwarz zwei angedeutete Puffer. Bei der Betrachtung der Seitenansicht fällt sofort die optische Neuausrichtung am Design der S-Bahn Berlin auf. Bei der grundsätzlichen Lackierung fallen nun der rote Zierstreifen an der Oberkante des Daches weg, sowie weitere schwarze Zierstreifen, die angebracht waren. Die rote Fläche an der Unterseite des Wagens ist hier nun deutlich kleiner als bei den Vorgängerbaureihen. Zwar nicht ganz neu, seit dem Redesign einiger Fahrzeuge der Baureihe 481 trotzdem neu eine Besonderheit im Berliner S-Bahn-Netz darstellen, sind die Türen, welche nun in schwarz gestaltet werden. Dies soll vor allen Dingen zur Verbesserung der Orientierung für Sehbehinderte beitragen. An der Oberseite der Türen befinden sich LED-Streifen, welche grün aufleuchten bei Türfreigabe und rot blinken, wenn die Türen schließen und geschlossen sind. Pro Wagen gibt es immer drei Doppeltüren pro Wagenseite, somit insgesamt pro Wagenseite bei der Baureihe 483 6 Türen und bei der Baureihe 484 12. Die Fahrzeuge der Baureihe 483 besitzen somit eine Länge von 36,8 Metern und die der Baureihe 484 eine Länge von 73,6 Metern. Beide besitzen eine Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h. An der Innenseite der Türen befinden sich nun auch LED-Zierstreifen, welche genau selbiges Farbenspiel aufweisen wie auch an der Außenseite. Beim Türschließvorgang kann man dann auch eine weitere Veränderung im Gesamtdesign erkennen. Hier ertönt nun nicht mehr der markante Abfahrtsound, sondern ein vielleicht auch teilweise nerviger Piepston. Im Innenraum sind die Sitzbezüge nun im DBM-Design gestaltet, wie auch schon bei den redesignten Zügen der Baureihe 481. In den kurzen 483ern gibt es dabei 80 Sitzplätze sowie 94 Stehplätze. In den 484ern gibt es deutlich mehr Platz. 184 Sitzplätze sind hier zu finden, sowie 202 Stehplätze. Möglich ist dies deshalb, da sie die erste durchgängige Vierwagengarnitur bei der S-Bahn Berlin darstellen. Schöne Weide. Übergang zu den S-Bahn-Linien 45, 46, 8, 85, 9 und zum Regionalverkehr. Zum Flughafen BER bitte hier umsteigen. Was von außen Zugzielanzeige sind, sind von innen Fahrgastinformationsbildschirme, welche sowohl die nächsten Stationen als auch Umsteigemöglichkeiten an diesen anzeigen. An den Wagenübergängen befinden sich nochmal LED-Anzeigen, welche auch nochmal die Stationen anzeigen. An den Wagenübergängen sind nun die Faltenbälge auch von innen zu sehen. Natürlich gibt es auch hier der heutigen Zeit entsprechend Mehrzweckbereiche.
Bei Betrachtung des Innenraumes kann man sagen, dass das Reisen auf einigen Ebenen in den neuen Triebwagen deutlich angenehmer geworden ist. Abschließend kann man sagen, dass vor allen Dingen der Fahrgastkomfort im Inneren sich deutlich gesteigert hat, da die Züge laufruhiger sind und einige Fahrgastinformationssysteme hinzugekommen sind. Vom Design her sind sie natürlich recht gewöhnungsbedürftig und hier ist es vor allen Dingen Geschmackssache, ob sie einem gefallen oder nicht. Damit sind wir auch am Ende dieses Videos angekommen. Ich danke euch wie immer ganz recht herzlich fürs Zuschauen, würde mich natürlich über einen Kommentar und einen Daumen nach oben freuen. Wir sehen uns dann, wie gewohnt, in 2 Wochen zum nächsten Video wieder. Bis dahin, Dankeschön fürs Zuschauen und tschüss.